heute anstoßen, anregen will, das findet sich im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel, die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen, werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister, wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Liebe Gemeinde, wenn Sie mal etwas anders essen gehen wollen, dann buchen Sie doch einen Tisch im Restaurant Real Blind. In dem kleinen Rheinstädtchen Gernsheim gibt es ein besonderes Restaurant. In diesem Restaurant essen die Menschen nämlich völlig im Dunkeln. Was für blinde Menschen Alltag ist, das kann man dort einmal am eigenen Leib miterleben. Nach einem Sektempfang, der findet noch im Licht statt, wird man von blinden Kellnern zum Tisch geleitet. 2 Stunden lang isst man in völliger Dunkelheit. Haben Sie schon mal gegessen, ohne zu sehen, was auf Ihrem Teller liegt? Ja, ohne überhaupt zu sehen, wo Ihr Teller steht oder Ihr Glas oder Messer und Gabel. Noch spannender ist, dass der Koch, Marcel Heim, auch nicht sieht, was er kocht. Er ist nämlich blind. Das ist eine Situation, in der sich die Gäste ganz auf das Personal verlassen müssen, das sich im Dunkeln sicher zu bewegen weiß, während die Gäste im Dunkeln völlig orientierungslos sind. Das Gästebuch des Restaurants versichert allerdings, dass es ein eindrückliches Erlebnis ist, in diesem Restaurant zum Gast gewesen zu sein, dass man sich sogar vorstellen kann, nochmal wiederzukommen. Das Essen scheint zumindest in Ordnung zu sein. Eine Reporterin des Hessischen Rundfunks hat sich anregen lassen und hat dieses Jahr im April einen Selbstversuch durchgeführt. Sie hat versucht, einen Tag lang blind zu sein und als Blinde sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Sie berichtet davon, dass dieser Selbstversuch sie an den Rand ihrer Kräfte gebracht hat. Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit, körperliche Erschöpfung, das waren die Erfahrungen, die sie nach nur einem Tag gemacht hat. Blind zu sein oder auch nur die Sehkraft der Augen einzubüßen, das stellen wir uns als sehr schwierig vor. Die Feldrede Jesu bei dem Evangelisten Lukas, die geht ganz von der Situation aus, dass man als blinder Mensch hilflos ist. Sie macht das zum Thema, Hilflosigkeit desjenigen, der nicht weiß, wo sein Weg ist. Und diese Hilflosigkeit muss man einmal selbst erlebt haben, um zu spüren, was die denn auch bedeutet. Was heißt es, wenn man sich nicht mehr über die Augen orientieren kann? Man kann zwar versuchen, sich das vorzustellen, aber eigentlich muss man es einmal selbst erlebt haben, um das zu wissen. Warum sollten Sie sich dem aussetzen? Warum sollten Sie überhaupt einen solchen Besuch bei einem Restaurant in Erwägung ziehen? Vielleicht um Verständnis zu wecken. Um Verständnis zu wecken für die Lebenssituation von vielen Menschen und von der Lebenssituation auch von alten Menschen, von denen viele ihre Sehkraft im Alter verlieren. Um zu wissen, unter welchen Einschränkungen man dann zu leben hat und was das bedeutet. Dazu kann es vielleicht hilfreich sein, sich einmal in diese Situation hineinbegeben zu haben und die selbst zu fühlen. Verständnis ist gefragt. Menschen mit eingeschränkter Sehkraft und einem beschränkten Blick. So scheint Jesus uns zu sehen. Fast ein bisschen anstößig, wie er uns da so direkt anredet und uns ganz klar sagt, dass wir nicht so richtig sehen.
Sind wir gemeint? Offensichtlich doch wohl schon. Die Rede vom Balken im eigenen Auge, das ist sogar sprichwörtlich in unsere Sprache eingegangen. Dem einen oder anderen haben wir das wahrscheinlich schon mal vorgehalten, dass er den eigenen Balken im Auge nicht sieht. Hab mehr Verständnis für deine Mitmenschen. So könnte man vielleicht versuchen, die Botschaft dieses Feldredeabschnitts zusammenzufassen. Aber Vorsicht! Vorsicht vor einer Verflachung. Dieses Hab mehr Verständnis steht in der Gefahr, etwas oberflächlich zu werden. So wie der Appell einer Mutter, die dann sagt, ach Kinder, seid doch nett zueinander. Oberflächlich, weil nämlich hilflos und wirklich den Konflikt, in dem wir als Menschen stehen, überspielen wollen. Den Konflikt unterschätzt. Wenn es richtig wehtut, dann ist es nicht so einfach zu vergeben. Wenn der andere mich ordentlich gestochen hat, dann ist die Gefahr, dass ich vielleicht zurückschlage, gegeben. Wenn der Dornstrauch mich sticht, dann ist mein Impuls, die Zweige abzuschneiden, die mir im Weg sind, dass er mich nicht mehr stechen kann, dass er mir nicht mehr wehtun kann. Das ist doch eigentlich der Impuls. Sei nett zu dem Dornstrauch. Eigentlich wissen wir, dass diese Regel aufgestellt ist. Es wirkt als Lebensregel für uns selbstverständlich und gültig. Vielleicht sind wir sogar damit erzogen worden und haben es gehört, die Mahnung aus dem Munde von Erziehenden, Lehrerinnen und Lehrern. Was sagt uns dann der heutige Sonntag Neues, was wir nicht vielleicht doch schon wüssten? Geht es nur darum, nochmal eine alte Mahnung aufzufrischen, dass wir sie auch ja nicht vergessen? Oder kann uns noch etwas aufgezeigt werden, über uns, wo wir stehen, was uns vorher vielleicht noch nicht so klar war. Wer ist eigentlich blind? Sicher der Mensch, der nicht sehen kann, und darum wird er von uns als blind bezeichnet. Aber wer ist denn in dem dunklen Raum des Restaurants der Blinde? Wenn wir in das Restaurant gehen, dann sind wir die Blinden und der Koch ist der Sehende, denn er kann sich souverän in dem Raum bewegen, während wir nicht wissen, wo es lang geht. Blind? Blind ist doch wohl offensichtlich ein Begriff, der davon abhängt, unter welchen Umständen wir uns befinden. Und wir setzen immer ganz selbstverständlich voraus, dass wir die Sehenden sind. Aber vielleicht ist das gar nicht so, sondern es gibt durchaus genug Situationen, in denen wir dann plötzlich die Blinden Der Koch wird uns sicher durch sein Haus führen und kann souverän sein Essen kochen, während wir vielleicht verängstigt froh sind, wenn wir sicher auf einem Stuhl sitzen. In seiner Küche bekämen wir gar nichts zustande. Es hängt also von der Situation ab, ob wir die Blinden sind oder nicht. Und es hängt wohl offensichtlich von der Situation ab, ob wir wahrnehmen können, dass wir unbarmherzig sind oder nicht. Gegenüber der eigenen Unbarmherzigkeit gibt es eine Blindheit, sagt Jesus. Wir nehmen die nicht wirklich wahr und sind uns in dem Moment vielleicht gar nicht wirklich bewusst, was wir da tun. Wir haben die Feldrede Jesu mit seinen Mahnungen wahrscheinlich schon mehr als einmal gehört, aber das heißt noch lange nicht, dass sie ein Teil unseres Lebens geworden ist, dass sie lebensmäßig nachvollzogen werden. Die Frage, merke ich denn, ob ich unbarmherzig werde, ob ich unbarmherzig bin in einer Reaktion, die ist mir dann immer noch nicht wirklich bewusst. Habe ich da Vergebung gebracht, wo sie gefragt war? In dem Augenblick, in dem ich zornig vielleicht zurückschlage oder eine giftige Antwort gebe, ist mir das sicher nicht bewusst. Wenn es plötzlich schlagartig um mich dunkel wird und ich herumstolpere, wie kann ich denn dann auch Orientierung gewinnen? Die Gäste, die in diesem Restaurant zu Gast gewesen sind, berichten davon, dass eine Urangst sie bestimmt hat in diesem Augenblick, in dem sie in den völlig dunklen Raum hineingekommen sind. Und so könnte uns das auch ergehen. Es gibt Situationen, in denen bestimmt uns plötzlich die Urangst. Und dann reagieren wir nicht so, wie es doch eigentlich wir gelernt hätten, dass es richtig wäre. Marcel Heim war nicht sein ganzes Leben lang blind. Er hat sich auf die Zeit vorbereitet, in der er es einmal sehen wird, sein würde. Er gehört also sozusagen zu den Menschen, die ein Stück Vorsprung bekommen haben, sich auf diesen Zustand vorzubereiten.
Er hat sich so darauf vorbereitet, dass er gesagt hat, ich möchte ein Mensch sein, der weiter arbeitet, der weiter an seinem Lebensalltag teilnimmt. Und wie kann ich das erreichen? Er hat für sich das System gefunden, ich brauche Disziplin. Alles muss immer am selben Platz stehen, damit ich es wiederfinden kann. Ich kann nicht einfach nur etwas weglegen oder irgendwo etwas hinwerfen. Nein, es braucht sehr viel Disziplin, alles exakt an den Platz zu stellen, an dem ich es dann wieder erinnern und wiederfinden kann. Und mit Hilfe dieses Systems hat er es sogar geschafft, seine Küche so einzurichten, dass er ein Gericht zubereiten kann, an dem dann nicht Zucker statt Salz im Essen ist. Er kann ein relativ normales Leben führen. Können wir uns auf eine solche Situation auch vorbereiten? Gibt es so etwas wie ein System, das unsere Barmherzigkeit, unsere Vergebungsbereitschaft fördern kann, überhaupt möglich machen kann? Jesus will uns dafür den Blick öffnen. Den Blick öffnen, wie es eine gewisse Form der Eigendisziplin gibt, mit der man sich Barmherzigkeit aneignen kann. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß ist uns geschenkt. Es gibt eine landläufige, ich würde mal sagen, irrige Leseweise dieses Textes. Ich habe ihn oft auch so gelesen. Das gerüttelte Maß wird mir dann geschenkt, wenn ich vergeben habe. Es ist sozusagen die Belohnung für meine Vergebungsbereitschaft. Aber ich muss sagen, nein, es ist genau umgekehrt. Das gerüttelte, gedrückte Maß ist mir zuerst geschenkt, ist mir zuerst in den Schoß gegossen. Ein Bild für Gottes Barmherzigkeit. Gott bringt uns seine Barmherzigkeit als Erste entgegen. Sie ist nicht die Konsequenz oder die Belohnung für unsere Vorleistung, sondern umgekehrt. Er ist uns barmherzig, deshalb dürfen wir barmherzig sein. Ich will es einmal so vergleichen, es ist wie mit der Sonne. Die Sonne muss uns erst das Licht schenken, dass wir etwas sehen können. Würde die Sonne nur einen einzigen Moment nicht scheinen, wir wären sofort blind, absolut blind. Es ist daher Gottes Gegenwart, die Fülle seiner Zuwendung, die uns überhaupt erst sehend macht. Es ist Gott, der wie die Sonne uns unablässig seine Liebe und seine Barmherzigkeit schenkt, dass wir überhaupt Menschen sein können, die leben können. Bin ich mir dessen bewusst? Leben zu dürfen, von der Welt fasziniert zu sein, jeden Tag aufzuwachen und zu staunen, dass ich noch da bin und dass die Welt noch da ist und dass ich in ihr leben darf. Das ist dieses überfließende Maß an Gutem, was mir in den Schoß gegeben ist und was mir geschenkt ist. Dass ich bin, dass ich vielleicht sogar fröhlich aufwachen kann und mich dann mit einem Kaffee oder einem Tee auf den Tag vorbereiten kann. Ist das das Lebensgefühl, das mich leitet? Wachen Sie auf mit einem überschäumenden Gefühl der Lebendigkeit und der Freude auf den Tag. Sie merken an meiner Frage schon, das ist nicht immer so. Und deshalb ist unser Blickwinkel auf die Welt auch immer sehr eingeschränkt. Wir haben dann schon deutliche Balken im Auge, weil wir dann plötzlich die Welt nur noch sehr eingeschränkt und verzerrt sehen. Die Sonne muss nicht einmal scheinen. Die Sonne muss nicht sozusagen nur einen Tag scheinen, sondern sie muss es ständig tun. Sie darf keinen Moment aussetzen, wenn wir sehen wollen. Und so brauchen wir auch die Wahrnehmung von Gottes Gegenwart ständig. Eigentlich kann man keinen Moment aussetzen, sich Gottes Gegenwart und seiner überströmenden Liebe für diese Welt bewusst zu sein. Ja, das ist so schwierig, wie es sich anhört, sich Gottes Liebe jede Sekunde so bewusst zu sein, dass sie einen ausfüllt. Gottes Gegenwart permanent so wahrzunehmen, dass sie ganz in mir ist und mein Lebensgefühl bestimmt. Daher haben wir immer wieder die Splitter im Auge. Und daher wachsen sich diese Splitter auch durchaus mal zu Balken aus, weil es nämlich etwas gibt, was unser Gesichtsfeld verengt, was unser Lebensgefühl einschränkt, was wir vielleicht dann auch nicht wahrnehmen. Aber das braucht uns nicht unglücklich zu machen.
Das braucht uns nicht zu bekümmern. Denn das gerüttelte, gedrückte, volle, überfließende Maß wird uns immer wieder neu dennoch geschenkt und macht uns frei, die Welt wieder so unbefangen zu lieben und wahrzunehmen, wie sie uns geschenkt ist. Das ist die Grundvoraussetzung, warum man anfangen kann, mit anderen Nachsicht zu üben. Sich nicht einzubilden, dass man es besser wüsste oder besser könnte als der andere. Der anderen sagen will, wie sie sich verbessern können, ist ein blinder Blindenführer. Und das ist das erste Wort, was ich mir hier oben auch sagen muss. Ein blinder Blindenführer wäre der, der glaubt, er könnte den anderen sagen, wie sie es besser machen. Das gilt auch für jede Predigt. Sie kann nicht sagen, wie wir es besser machen. Sie kann nur versuchen, auf Gottes Liebe hinzuweisen. Es hat sich unglaublich viel getan, dass der blinde Mensch in unserer Gesellschaft nicht mehr so hilflos sein muss, wie es in der Antike zur Zeit Jesu noch gewesen sein dürfte. Blinde Menschen müssen heute nicht mehr völlig orientierungslos sein. Und viele blinde Menschen zeigen uns, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen und souverän leben können. So wie Marcel Heim. Er ist ein Beispiel für die vielen Menschen, die ihr Leben bewältigen, obwohl sie so deutlich eingeschränkt sind. Wir werden in unserer Kindertagesstätte Rappelkiste in Schönberg ab August ein blindes Kind haben. Marcel Heim sagt den Sehenden gerne sehr deutlich, dass sie viel lernen müssen. Er sagt, ich habe so viele Unterhaltungen mit Sehenden geführt, die nicht wissen, wie man wirklich mit einem Blinden umgeht, dass ich es ihnen lieber gleich am Anfang deutlich sage. Zum Beispiel, dass alle Kopfgesten, die wir automatisch machen, für einen Blinden eigentlich ziemlich verloren gegangen sind und anderes. Deutlich sagen, wie wir mit Blinden umgehen, das können wir von nur den Blinden selbst lernen. Und vieles, was uns selbstverständlich ist, greift da nicht. Wir dürfen uns darauf einlassen, dass andere vielleicht der Meister sind, die uns zeigen, wie man es richtig machen könnte. Wir hoffen also darauf, dass es uns gelingen wird, in der Kita dieses Kind zu erziehen, ihm zu helfen, seine Fähigkeiten zu entwickeln, es einzubeziehen, ihm einen guten Platz, ein gutes Zuhause dort zu geben. Wir hoffen, dass Gottes Barmherzigkeit unsere Situation gestaltet. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.